wird die Quali ein bisschen schlechter, aber das ist jetzt nicht schlimm. So, Andi, wie geht's dir? Geht's dir gut? Danke, danke, alles okay. Wie läuft's bei euch im Studio, im das Gym? Diese Frage ist nicht mit einem Satz zu beantworten. Okay, du hast ja mehr Zeit, deswegen, Andi, wir fangen sofort an und zwar stell dich mal vor, wer du bist, was du machst. Wie läuft's gerade bei euch? Also im das Gym, wie gesagt. Wie kommt ihr mit der ganzen Situation zurecht? Ich sehe ja nur, dass ihr umgebaut habt, dass ihr noch mehr Fläche habt, dass ihr eigentlich sehe ich immer die Walkthroughs bei euch, wie jemand immer unten hinten durchgeht. Deswegen erzähl mal ein bisschen was. Das Jahr ist auf jeden Fall ein ziemlich schräges Jahr. Ein Jahr, das jeden Unternehmer und jede Firma, aber auch jede Privatperson, würde ich mal sagen, auf eine Probe stellt. Die wichtigste Qualität ist in dem Fall anpassen und adaptieren. Und wenn man diese Qualität nicht hat, ist man sowieso kein guter Unternehmer. Das musst du eigentlich lieben. Und wir lieben das auch. Ich würde mich bezeichnen eher als künstlerische Person oder als Künstler. Und in solchen Krisen oder in solchen bestimmten schwierigen Zeiten kann man sich trotzdem künstlerisch mehr ausleben, als wenn alles so ganz normal dahin läuft. Also für mich auf dieser eben künstlerischen Ebene ist das eigentlich ein sehr, sehr gutes Jahr, muss ich sagen, weil ich liebe dieses Überlegen, Anpassen, Adaptieren. Und das machen wir auch und deswegen rennt das alles sehr, sehr gut, den Umständen entsprechend. Wir haben sehr viele neue Programme, wir haben neue Programme, neue Dienstleistungen implementiert, die sich jetzt auszahlen. Hätten wir das nicht gemacht, dann wäre es natürlich ein Problem. Was habt ihr denn so geändert im Vergleich zu Anfang des Jahres? Also es ist so, dass wir jedes Jahr haben wir ein großes Meeting, beziehungsweise wöchentlich kleinere Meetings, wo wir über unsere Jahresziele reden und das komplette nächste Jahr vorplanen. Und diesen Plan konnten wir eben bis zum Lockdown oder bis eben diese Krise war, eigentlich umsetzen. Und danach wurde alles natürlich über den Haufen geschmissen und wir mussten adaptieren. Das heißt, im Endeffekt haben wir dieses Jahr umgesetzt den neuen Gastrobereich. Das war ein sehr, sehr großes Projekt, wo wir eine neue Küche bekommen haben, Speisen anbieten. Es ist einfach so, dass ein Gym, vor allem so ein Gym, aber ich glaube auch jedes andere Gym, hat sehr, sehr viel Potenzial in vielen Bereichen, weil sobald man Menschen regelmäßig auf einen Ort bringt, muss man die Augen offen halten und hat einfach sehr viele Optionen, die man noch weiter zu dem Stammbusiness anbieten kann. Und es ist komplett naheliegend, dass jemand, der viermal, fünfmal, sechsmal pro Woche trainieren geht und sich den Arsch aufreißt und 2 Stunden oder 2,5 Stunden lang durch die Hölle geht im Training, dass der dann nach dem Training etwas zum Essen braucht. Und dieses Essen wird er sich entweder zu Hause holen oder eben, wenn es das Angebot ermöglicht, auch im Gym holen. Das heißt, für mich war das einfach immer klar, dass dieses Potenzial besteht. Es muss nur noch ausgenutzt werden oder ausgenutzt werden. Und damit es umgesetzt wird, muss man eben sehr schlau planen und muss gewisse Fundamente ja richtig machen. Und die Fundamente sind die Qualität vom Essen. Es muss hergestellt werden können. Das heißt, man braucht die richtigen Materialien, die Küche und man braucht die richtige Dienstleistung. Und das ist einfach nur ein Umsetzen von Fakten und das hat sich ausgezahlt. Das war ein Punkt, einer von vielen Punkten. Ein weiterer Punkt war der Bau der neuen Galerie. Ja, der war ja schon lange geplant. Das war ein Höllenprojekt. Wirklich, das war Wahnsinn, weil das ganze Projekt hat 2 Jahre gedauert, nur für so eine kleine beschissene Galerie, weil es einfach an dem Personal oder an den Qualitäten der Firmen gescheitert ist. Also irgendein Typ hat mich beschissen und ich habe zigtausende Euros ausgegeben für Scheiße. nichts. Und dann schlussendlich hat das eine sehr, sehr gute Baufirma umgesetzt. Das war zwar sehr teuer, weil die ganze Galerie hat 100.000 Euro gekostet, Scheiße. aber hätte ich das gleich am Anfang gemacht, und das war mir wieder eine gute Lehre, hätte man 1,5 Jahre Sorgen und Arbeit gespart und Zeit gespart, was in dem Geld sich gar nicht aufwiegen würde. Ja, das glaube ich.
Wenn man so mitkriegt, eigentlich bei euch mit dem Essen, ihr müsstet ja eigentlich eine Köchin oder einen Koch finden, der eigentlich auch eure Philosophie so, also jemanden zu finden, der irgendwas macht, geht ja wahrscheinlich, aber dass man sagt, okay, das muss ja auch an den Makronährstoffen so irgendwie angepasst werden, wenn jemand sagt, okay, ich bin gerade in der und der Phase, ich möchte das und das essen, ich möchte mehr Eiweiß, weniger Carbs, weiß ich was auch immer, das muss ja passen. Wie ging diese ganze Phase so vor sich, da jemanden passenden zu finden? Das ist ja bestimmt schwierig. Unglaublich schwierig, das ist der entscheidendste Punkt. Die richtige Person, das betrifft nicht nur die Küche, das betrifft jede Position im Unternehmen. Du brauchst eine Person, die etwas sehr gut macht und genau das muss das Unternehmen brauchen, benötigen. Und diese Schnittstelle musst du finden. Und das muss ständig auch adaptiert werden. Und du hast recht, es genügt nicht nur ein Koch, der gut kochen kann, weil es schmeckt auch ein Germknödel extrem gut. Nur es wird wenigen etwas bringen für einen direkten Aufbau, weil die Bausteine für den Aufbau, nämlich Proteine und Aminosäuren, fehlen. Deswegen brauchst du einen Koch, der sich wirklich ehrlich mit Training und Kochen gut auskennt. Und da hatte ich das große Privileg, dass die Freundin von meinem Bruder eine sehr, sehr gute Wettkampfathletin, eine Sportlerin und auch eine extrem gute, leidenschaftliche Köchin sich gefunden hat. Und dadurch war das von Anfang an ja, klar und lag auf der Hand, wer das Kommando dieser Abteilung, dieser Küche übernimmt. Also ist das 100% Purzels. Also noch mehr, 100 mehr als 100% geht gar nicht bei euch. Also es ist ein Familienunternehmen. Dann nehmen wir auf jeden Das Fall, stimmt, ja. es ist ein Familienunternehmen, aber nicht nur ein Familienunternehmen, weil mittlerweile haben wir 27 Mitarbeiter und jeder erfüllt einen unglaublich wichtigen Teil. Und ich bin wahnsinnig stolz auf jede Person, weil jeder hat ein gutes Herz und jeder reißt sich den Arsch auf. Und das ist dieses gegenseitige Vertrauen, auch wenn es große Probleme gibt und auch wenn es ein Auf und Ab gibt, ist ja, gibt dir, lässt sich gut schlafen. Wenn du sagst 27, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, da waren es, glaube ich, die Hälfte, Ja. ungefähr als du hier in Leipzig warst. Ja. Was hat sich seitdem getan? Also klär mich mal auf, wie sind die Positionen mittlerweile? Also, dass ein Unternehmen wächst, ist natürlich Sinn der Sache. Das ist wichtig. Allerdings darf man wachsen und Progression nicht unbedingt mit quantitativem Wachstum verwechseln. Wachsen kann auch bedeuten oder bedeutet oft, ich gehe einen Schritt zurück. Ich habe die Eier, Nein zu sagen und ich mache nicht ein zweites Gym auf. Allerdings, hier im Unternehmen ist es, ich habe viel überlegt, ob es klein bleiben soll, ob es größer werden soll, vor allem in Bezug auf Personal. Und es war die richtige Entscheidung, weil es ergeben sich Bereiche und man denkt sich, okay, diese Bereiche müssen übernommen werden. Das sind Bereiche, die ich gern mache. Und ich bin draufgekommen, dass ich schon ein Vollblutunternehmer bin, beziehungsweise mir das ja sehr, sehr gefällt, diese sozialen Qualitäten neben den künstlerischen Qualitäten aufzubauen. Und es hat einfach Positionen gegeben, es hat die Nachfrage gegeben, dass man zum Beispiel mehr in Marketing investiert. Ich war immer der Meinung, dass hier in dem Unternehmen so viele geile Charaktere herumlaufen und jeden Tag Dinge passieren, die so inspirierend sind für mich selber, dass man eigentlich, man muss das fast mitdokumentieren, weil man verschwendet Potenzial jeden Tag. Das heißt, du brauchst jemanden, du brauchst einen Videografen, der ständig hier herumgeht und diese Dinge einfängt. Ich glaube, es ist, also das Grundprinzip von der ganzen Firma ist Mehrwert. Die ganze Firma Ja. baut wirklich auf den Mehrwert auf. Punkt. Ich glaube, das ist wirklich die übergeordnete Variable in jedem Leben. Also nicht nur in Unternehmen, sondern in jedem privaten Leben. Du musst schauen, wie kannst du anderen Menschen einen Mehrwert liefern. Dieser gewisse doch Altruismus, gekoppelt mit einem Egoismus, ist unglaublich entscheidend. Das ist ein Grundpfeiler von Happiness. Und deswegen haben wir mittlerweile viel
Personal, die eben versuchen, diese unterschiedlichen Zugänge einzufangen. Da muss man es vermarkten, dann brauchst du mehr Buchhaltung, dann brauchst du jemanden, der sich um die Ordnung kümmert, um die Logistik kümmert. Ein Koch alleine reicht nicht. Dass man da Küche eröffnest, na, was ist, wenn der eine Koch auf Urlaub geht, was ist, wenn der krank ist, du brauchst einen zweiten Koch. Und so kommt das eine zum anderen. Adaptieren ist wichtig. Aus dem Kern, das, aber man kennt ja, das Gym eigentlich Kerngeschäft ist Training. Wie viele von dem Trainer, also wie viele Trainer habt ihr? Null. Sind alle kommen Leute nur zum Training bei euch oder wie läuft das? Wir haben keine angestellten Trainer. Okay. Also alles nur freie. Beziehungsweise unter Anführungszeichen. Aber fast jeder, der bei uns arbeitet, ist ein sehr, sehr guter Online-Coach oder Coach. Das heißt, die machen ihre eigenständige Tätigkeit neben der angestellten Tätigkeit im Gym. Diese Verbindung ist wichtig. Und viele nutzen das Gym als Sprungbrett. Und das ist auch super. Ja? Also ich befürworte das und ich möchte das auch ermöglichen. Ne? Auch wenn das bedeutet, dass eine Person vielleicht dann ihren Job kündigt und nur mehr selbstständig ist, weil es sich eben so ergeben hat. Aber jeder respektiert das. Aber es ist jeder ein Coach. Und das große Privileg von mir ist, dass ich Kunden oder Anfragen wirklich zielgerichtet weiterleiten kann, mit bestem Gewissen. Und die machen dann wirklich finanziell eigenständig ihre Coaching-Tätigkeit, die jetzt nicht wirklich jetzt beruflich oder vom Dienstverhältnis her mit dem Gym zu tun hat. Allerdings, wir haben einen sehr, sehr großen Powerlifting-Verein im Gym und auch einen Weightlifting- und Wrestling-Verein. Und wir zahlen die Coaches, damit sie diese Vereine leiten, damit sie die Trainings veranstalten. Also diese Art von Dienstverhältnis zum Coach, zu unserem Verein, haben wir schon dabei. Ah, okay. Also die müssen sich nicht einmieten, sie werden sozusagen von euch bezahlt und jeder, sagen wir mal, ein Kunde beziehungsweise ein Mitglied, das bei euch ist und einen Coach sucht, sagst du hier, der und der passt zu dir, um deine Ziele zu erreichen. Ist das korrekt? Wenn das individuell ist, das Mitglied muss den Coach schon persönlich zahlen. Also das Mitglied. Ja, klar. Genau. Ja, ja. Aber es fließt kein Geld über die Firma. Also es ist nicht so, dass ein Coach dann Geld an mich abgeben muss. Ah, okay. Das sind natürlich schon Kosten. Ja. Und also rein theoretisch kann das dann jeder von euren Leuten dann machen? Ja. Okay. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Da kann man ja viele Möglichkeiten. Wenn man von den Mitgliedern ausgeht, wie viele Mitglieder habt ihr denn mittlerweile, trotz der merkwürdigen Zahl, sagen wir Zeit? Jetzt aktuell haben wir 1072 Mitglieder. Okay. Das ist ziemlich gut für uns. Viel, viel mehr geht nicht. Wir haben eine durchschnittliche Check-in-Rate, Frequenz pro Mitglied von 4 bis 5 Mal pro Woche. Das heißt, jedes Mitglied geht 4 bis 5 Mal trainieren. Wir haben keine Karteileichen, so gut wie keine. Deswegen kann man das nicht vergleichen mit einem McFit, der es vielleicht im Schnitt, glaube ich, 7000 Mitglieder hat. Allerdings natürlich dann dementsprechend nur 19 Euro im Monat verlangt, ist das eine ganz andere Zugangsweise. Das heißt, das Niveau, das Trainingsniveau, das Leistungsniveau ist unpackbar hoch. Die komplette Elite, die leistungsorientierte Trainierende, kommen am Gym fast nicht vorbei. Und die sammeln sich alle hier. Und das Geile ist, die ziehen auch Trainingsanfänger mit und machen unglaublich schnell aus Trainingsanfängern Trainingsfortgeschrittene. Und das ist das Trainingsfundament. Also die Leistungsdichte ist unglaublich und da muss man hervorheben, was man extrem stolz macht. Wir haben aktiv daran gearbeitet, dass Klischees in dem Gym zerbrochen werden. Und ein Klischee war immer, dass Frauen nicht so viel Muskelmasse und nicht so viel Kraft aufbauen können wie Männer und dass Frauen anders trainieren müssen wie Männer und dass Frauen nicht stöhnen dürfen und dieser ganze Bullshit. Das haben wir in 1 bis 2 Jahren geschafft, dass sich die Prozente der Frauenmitglieder von, glaube ich, am Anfang 10% auf mittlerweile knappe 30% erhöht. Und 100% von diesen 30% Frauen sind Vorbilder für jede andere trainierende Frau, der irgendein Scheißdreck eingeredet wurde, weil die lassen teilweise oder großteils die Männer sogar im Schatten stehen, wie sie draufgehen. Also wenn man die Frauen, die Ladies bei uns beobachtet und vergleicht mit dem, was ich vor 20 Jahren gesehen habe, oder vor 15 Jahren, wo ich noch gearbeitet habe in einem normalen Gym, das hat sich
in eine Richtung entwickelt, die sehr, sehr positiv ist. Die scheißen sich nichts, die schreien während dem Training, die stöhnen während dem Training, es wird nichts verbunden mit Sexualität oder dem ganzen Scheiß, die verziehen ihre Mimik, die nehmen Gewichte, die unglaublich hoch sind, die haben eine Silhouette, einen Arsch, der einen halben Meter nach hinten geht, weil die mehr haben wollen, dickere Oberschenkel und nicht dünnere Oberschenkel. Also da muss ich schon sagen, das ist sicherlich durch das Gym, aber generell in der Fitnesswelt hat sich das in eine sehr, sehr positive Richtung entwickelt. Wobei ich sagen muss, ich mittlerweile habe keine Ahnung mehr von der normalen Fitnesswelt, weil ich in meiner eigenen Welt bin und das war auch immer mein Ziel. Du hast dein eigenes Bubble geschaffen, sozusagen. Und das ist ja, man darf ja nicht, auch nicht vergessen, dass das durchschnittliche Mitglied im normalen Gym geht ja 1,5 Mal die Woche. Und das wird natürlich hochgezogen von den Leuten, die 4, 5, 6 Mal, also sind ja der Großteil der Leute, gehen ja einfach nicht hin. Also für alle, die sich das mal anhören und das mal vergleichen, wie oft sie schon mal gehen und dann wie oft die bei euch ins Gym gehen, du musst halt eine gewisse Frequenz einfach mal haben, um überhaupt etwas erreichen zu können. Also wenn jemand so sagt, 1, 2 Mal, gerade die Damen sagen, ich will ja nicht so viel Muskelmasse aufbauen. Na, wie soll das auch funktionieren, wenn du nur einmal, 1 bis 2 Mal die Woche gehst und dann auch nochmal diese rosa Hanteln, nichts gegen rosa Hanteln, es gibt bestimmt auch schwere rosa Hanteln. Ja. Darum geht's ja, genau, sieht man bei euch. Darum geht's ja auch gar nicht. Aber das Krasse ist ja eben, dass da immer noch so eine Vorurteile sind. Und ich glaube mal, es hat wirklich euer Gym hat mit normalen Anführungsstrichen Gym nichts zu tun. Also da. Ich möchte gar nicht mit anderen vergleichen. Und ich auf keinen Fall werde ich irgendwie andere runtermachen, weil generell gehe ich davon aus, dass jedes Fitnessstudio oder dass jeder Mensch gute Absichten hat. Das ist, glaube ich, eine Einstellungssache und das ist, glaube ich, ein gewisser Optimismus, den man generell an den Tag legen sollte, weil sonst bist du ein Pessimist und bist wahrscheinlich irgendwann einmal verfällst du in Depressionen. Aber ich sehe schon ein Problem dahinter, wenn nicht, und da kommen wir wieder zu dem Thema vom Anfang, wenn nicht der Mehrwert im Vordergrund steht oder in erster Linie steht. Weil natürlich gibt es Fitnessketten wie McFitz und Fit-In oder wie schwedische oder norwegische Ketten, die machen annähernd 1 Milliarde Umsatz im Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Wirklich so viel. Und sind finanziell sehr, sehr erfolgreich. Aber sie könnten in jedem Fitnessstudio Training verbessern. Sie könnten Klischees brechen. Und Entscheidungen werden halt großteils nicht auf diesen Mehrwert getroffen. Und das ist problematisch. Es ist nicht das Beste, was es sein könnte. Und es lässt dich nicht so gut schlafen am Abend, wie du schlafen könntest. Und es gibt dir, du wirst nicht zu einer Legende in der Fitnessindustrie durch optimales Training, vielleicht als Unternehmer, nur aus finanzieller Sicht, aber nicht aus Sicht von dem Wert, den du weitergibst. Und man sieht das sehr, sehr oft, dass wenn das nicht an erster Stelle steht, dann kann dieses Gerüst wird immer gläserner, immer verzweigter und es kann sehr schnell einstürzen. Siehe zum Beispiel Gold's Gym. Wie kann eine Marke wie Gold's Gym, die so viel Geschichte hat, wo so viele Personen im Hintergrund noch immer stehen und ein eigentlich solides Fundament bilden sollten, wie kann das in Insolvenz gehen? Wie kann das einstürzen? Das würde nicht passieren, wenn Training an erster Stelle steht. Und wenn man einmal in Venice Beach war und in dem Gold's Gym war in Venice Beach, jeder, der ernsthaft trainiert, jeder, der Wettkämpfe bestreitet, jeder, der Leistung vollbringen möchte, ist schwer enttäuscht, wenn er da reingeht. Das ist eine große Enttäuschung, was da abläuft, weil es wird nicht Wert auf die Leistung gelegt. Und das fängt schon an, dass zum Beispiel bei der Rezeption Eddie Hall oder Haftor oder irgendwelche Persönlichkeiten aus dem Kraftbereich eine 40-Euro Tageskarte zahlen müssen, weil sie nicht erkannt werden. Das ist schon mal das Problem. Und das zweite Problem ist, wenn ich auf einer Langhantel nur Bumperplates aufladen kann und maximal 220 Kilo raufbringe, damit keine Person da drinnen jemals mehr beugen können als 220 Kilogramm. Das ist leider, es geht in die richtige Richtung, weil Training hilft und solange man trainiert, ist alles gut. Aber gut genug reicht halt oft nicht. Ja, irgendwann haben die Leute ja auch ihre Stärke ja erreicht. Was gehen denn da für Leute hin? Bodybuilder gehen ja immer noch dahin. Also es ist ja immer noch der Name so schlechthin. Oder was ist denn jetzt so
Neben euch, sagen wir mal, in den USA, welches Gym ist da jetzt, wo die ganzen Bodybuilder hinrennen, wenn die zum Beispiel in Kalifornien sind? Es gibt in Kalifornien einige Gyms, die besten, die guten Gyms. Also man kann in jedem Gym trainieren, ja. Man kann in jedem Gym, wo man Gewicht hat, trainieren. Showing off, jeder Mensch möchte Anerkennung haben. Ich meine, das haben wir jetzt bei einem psychologischen Thema. Auch das ist in Ordnung. Aber das sollte automatisch passieren. Das sollte nicht das Ziel sein. Was das Ziel oft in einem typischen Gold's Gym ist, ich gehe rein, um gesehen zu werden. Wenn ich die richtige Attitude habe, gehe ich rein, um zu trainieren und dann werde ich gesehen. Das ist der Nebeneffekt. Das passiert sowieso. Genauso das Gleiche wie ein Unternehmen mit Geld. Ich gehe rein und versuche einen Mehrwert zu liefern und verdiene dann genau das, was eben dieser Mehrwert wert ist. Das ist kein Widerspruch, ganz im Gegenteil. Die reichsten Personen der Welt schauen auf den Mehrwert, weil dadurch kaufen ja Leute das Produkt. Ja. Aber es gibt viele Anlaufstellen, generell weltweit, nicht nur in Venice Beach, wo man hingehen kann, wo man besser trainieren kann als in einem Gold's Gym. Und das liegt nicht primär am Equipment, das liegt primär am Umfeld und an der Einstellung. Eines der Aushängeschilder noch immer ist, und das ist nicht Bodybuilding, aber es ist Powerlifting, ist Westside Barbell in Columbus, Ohio. Ein absolutes Vorbild und Aushänge-Gym, weil die sportliche Leistung im Mittelpunkt steht. Nadellos. Punkt. Ja, da ist es ja auch, glaube ich, soweit ich gehört habe, du musst ja gar keine Mitgliedschaft zahlen. Du gehst da einfach nur zum Trainieren und das ist immer Word of Mouth. Also umso bekannter die Leute werden, umso bessere Leute kommen dahin und umso bekannter wird das Gym, umso bessere Leute wollen dort auch trainieren. Genau, also, das ist die auf dem Spektrum, wo rechts wahrscheinlich am McFit ist und ganz links Westside Barbell ist, sind das zwei Extreme. Aber es ist besser, man orientiert sich am effizientesten Extrem, nämlich links, Westside, und macht dann etwas Abstriche, damit man Leute, die noch nicht mit diesem Extrem umgehen können, man trotzdem in diese Richtung lenkt, als vom anderen auszugehen, wo ich keine Abstriche mehr machen kann. Und weil, erzähl weiter. Wo ich nicht mal die Optionen habe, dass ich eben mehr lerne oder besser werde, weil es nicht einmal einen Kurzhantel gibt über 40 Kilo. Ja, war das für euch so ein Ansatz, wo ihr gesagt habt, okay, was ist auf den einen Spektrum Ende und das sind, und da draus habt, okay. Naja, das macht dann natürlich auch Sinn. Wo geht das Gym eigentlich hin? Was ist das Ziel? Du sagst ja, Mitglieder, da seid ihr eigentlich schon weit ausgeschöpft. Essen, ihr bietet eigentlich so ein, wie man das nach Starbucks nennt, immer so ein Third Place. Also es gibt ja dann zu Hause die Arbeit und Starbucks hast einen Kaffee gemacht. Bei euch ist es Arbeit, Gym, das Gym und dann zu Hause wahrscheinlich. Wo seht ihr euch in Zukunft? Jetzt nur die unternehmerische Seite ist, das Gym soll komplett autark sein. Autark bedeutet, wir wollen nicht in unserem Tun und Handeln, weil wir sind überzeugt von unserem Tun und Handeln, auch wenn wir viele Fehler machen, aber ich bin überzeugt, dass ich nichts böswillig mache und dass ich alles aus einer guten Absicht mache. Und das ist wichtig. Ja? Das settelt mich immer wieder, auch wenn natürlich Fehler passieren und man draufkommt, okay, das war ja falsche Entscheidung. Aber wenn du autark bist und du hast einen guten Willen, dann kannst du einfach sehr viele Visionen umsetzen. Du brauchst Unabhängigkeit. Unabhängigkeit bedeutet sowohl eine von der Immobilie her, räumlich gesehen, du musst dich erweitern können. Ich hätte gern die Option, dass ich zum Beispiel in meinen Parkplatz, in meinen Hof einen Park reinbaue oder das Dach begehbar mache und einen Tanning- oder Outdoor-Bereich mache. Ich hätte gern die Möglichkeit, dass irgendwann einmal, wenn meine Mitarbeiter lange in der Firma bleiben und Kinder haben, dass ich hier eine Kinderbetreuung habe für meine Mitarbeiter, dass Probleme von denen gelöst werden. Oder wenn Mitarbeiter Hunde haben, dass auf die Hunde aufgepasst werden kann. Also es soll eine autarke Welt in sich werden, wo man hingeht und Leute kennenlernt, sich weiterbilden kann, physisch und psychisch, wo man wächst, wo man sich raufarbeiten kann, wo man eben sich adaptieren kann. Das ist das Ziel. Und natürlich, das ist jetzt sehr verschwommen, aber ich habe es natürlich sehr konkret auch im Kopf.
Habt ihr die Möglichkeit, an der Immobilie, da wo ihr jetzt gerade seid, das so weiterzumachen? Oder hast du schon deine Augen aufgemacht und schon deine Fühler ausgestreckt und zu sagen, wo kann das Gym dann irgendwann mal hin? Unternehmerisch schaue ich zum Glück drauf, dass ich sehr langfristig denke. Und mein Bauchgefühl immer wieder mit Kopf und Hirn versucht zu reflektieren. Also ja, ich warte nicht ab, bis mein Mietvertrag ausläuft und dann denke mal ein Jahr, bevor er ausläuft, okay, was mache ich jetzt? Sondern ich mache mir seit circa, eigentlich seitdem ich aufgesperrt habe, Gedanken, konkret seit einem Jahr arbeiten wir daran im Team, dass wir alle Optionen, alle Möglichkeiten definieren, sei es jetzt mit der Immobilie weiterzuarbeiten oder auch mit einer anderen Immobilie. Das läuft alles im Hintergrund. Das sind sehr große Projekte, Aufgaben, wo man sehr viel Zeit und auch Geld rein investieren muss, damit man dann im Fall der Fälle mit einer Idee, mit Optionen eben entscheiden kann. Also ja, es gibt unterschiedliche Wege, unterschiedliche Möglichkeiten. Alles klar. Was anderes habe ich ja nicht erwartet. Jetzt vom Gym haben wir ja soweit alles, ist viel abgedeckt. Jetzt geht es mal um dich. Wo stehst du gerade, du als Person, wo geht's bei dir hin? Also ich meine, okay, du warst schon auf einer Bühne, ich habe irgendwie zwischendurch mal mitgekriegt, eigentlich würdest du gerne wieder, aber wo stehst du gerade? Möchtest du wieder auf eine Bühne oder sagst du, die Zeit ist sowas von irgendwie undurchsichtig, dass ich gar nicht weiß, was passiert? Ich kümmere mich lieber erstmal um das Gym, dass das wächst oder wie schaut's da aus? Mein Plan ist, in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr mich mehr um mich persönlich zu kümmern, obwohl ich ja denke oder gedacht habe, dass ich das mache, mich darum zu kümmern, wer ich bin, wohin ich möchte, ob ich zufrieden bin, was meine Vorstellungen sind, mein Idealbild von einer Zukunft. Besser gesagt ist, immer wieder zu überlegen, wer ich nicht bin. Das ist vielleicht der einfachere Weg, als rauszufinden, wer ich bin, weil wer ich bin oder was ich möchte und welche Ziele ich habe, da gibt es eine Unendlichkeit von Optionen, aber oft kommt man schneller drauf, wer ich nicht bin oder was ich nicht möchte. Und das niederzuschreiben, ich habe vor 2 Wochen ein neues Buch begonnen, was genau um das Thema geht. Es wird vielleicht ein offizielles Buch, jetzt ist es nur für mich persönlich ein Buch, aber so beginne ich die meisten Bücher. Wer ist das Buch? Es hat noch keinen Namen. Ich weiß auch noch gar nicht, in welche Richtung es geht, aber es geht nicht um Training. Okay, aber cool. Es ist unmöglich für mich und wahrscheinlich auch für viele andere, dass ich mich hinsetze auf einen Tisch und mir Gedanken mache über meine Gedanken. Ich komme zu keinem Ergebnis. Ich muss meine Gedanken runterschreiben und muss sie ordnen und dann durchlesen und muss darin einen Sinn finden oder suchen. Und das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit zu recherchieren. Man lernt das meiste von Büchern, also ich, und von Vorträgen machen. Das heißt, die nächste Zeit, mein persönliches Ziel ist, mich mehr um mich zu kümmern, weil ich habe mich in der Vergangenheit viel um das Unternehmen gekümmert, was natürlich auch ich bin, aber es ist nur ein Bereich von mir. Und ja, das ist ein Hauptziel. Sportlich gesehen möchte ich schon eine Wettkampfsaison machen, aber frühestens 2022. Ah, okay. Also ist noch ein bisschen Zeit. Ja. Dann coachst du eigentlich selbst noch Leute? Nein, mache ich seit 5 Jahren nicht mehr. Okay. Aber ich habe mir vor kurzem gedacht, vor einigen Wochen, dass ich gerne wieder zu coachen beginnen würde. Aber um einen Antrieb zu haben oder um es für mich als Fortbildung, als Lerneffekt zu sehen, weil wenn du länger nicht gecoacht hast und dann bist du eigentlich ein bisschen weg vom Fenster und du viele Sachen gehen verloren und du bekommst die nicht mit. Du musst die wieder ins Wasser reinschmeißen als Fisch und herumschwimmen. Aber ich werde das nicht machen aus finanzieller Sicht. Das heißt, ich werde die Coachings komplett gratis machen, kostenfrei machen. Und möchte mir aber die paar Personen raussuchen, von denen ich glaube, dass sie von mir sehr profitieren können und ich von ihnen auch profitieren kann. Und möchte dann einfach nur meine wenigen Personen langzeitlich coachen. Und
Das Gleiche macht mein Bruder. Mein Bruder coacht 10 Personen online im Powerlifting-Bereich, Wettkampfathleten. Und er macht das, weil er dadurch sehr viel lernt. Für seine Vorträge, es ist für ihn die beste Weiterbildung. Für Videoanalysen, um das Ganze zu tracken, um zu schauen. Das ist die beste Möglichkeit, um die High-End-Qualitäten auszubauen. Und er verlangt von keiner Person, er verdient keine Kohle von diesen 10 Personen, hat aber einen Aufwand sicherlich wöchentlich von 15 bis 15 Stunden, sicherlich. Mhm. Und das ist wichtig, also das ist geplant, ja. Okay, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Die Leute, die zu dir kommen, indem du sagst, ist das jetzt, sag mal, Bodybuilding, wo du sagst, oder sagst du, ist das auch Kraft-Dreikampf, ist es wirklich Powerlifting, und sagst du querbeet, damit du in allen Wassern so ein bisschen rumschwimmen kannst, oder? Nein, ich möchte nicht in allen Wassern rumschwimmen. Spezialisierung und die Nische in der Nische ist entscheidend, ganz entscheidend. Wenn, dann mache ich das für Hypertrophie-Training. Mein Bruder ist der absolute Profi im Powerlifting. Ich lerne von ihm das, aber ich werde niemals so gut sein wie er, weil mittlerweile hast du einfach das Feeling, das Gespür dafür, ob eine Person dieses Volumen aushaltet, ob sie sich verletzen kann, wie weit man gehen kann. Das Gespür hast du nur, wenn du jeden Tag dabei bist. Und mein Bruder ist jeden Tag in den Vereinstrainings dabei, also wirklich mit Top-Athleten, mit der konfrontiert. Und das ist seine Sache und das ist auch nicht meine Ambition, darin gut zu werden. Es ist wichtig, dass einer von uns beiden darin gut ist. Ja. Was natürlich für den Unterricht und für die Seminare, für die Trainerausbildung sehr entscheidend ist. Ah, okay. Dann, wenn wir schon bei Hypertrophie sind, wenn du sagst, ich weiß, was du hier erzählt hast, aber viele haben es ja noch gar nicht gehört, wenn du so Methoden hättest, die du am häufigsten empfehlst oder empfehlen würdest für Hypertrophie, was wäre das? Ich weiß, das ist schwierig. Dann machen wir mal nur die Top 3. Nicht, dass du mich hier alle. Ja, ich weiß, aber ansonsten sagst du mir alles, was im Buch drin steht. Und das ist ja je nach Zielstellung, je nach Ausgangslage, je nach, klar, das wissen wir, das hängt ja immer von vielen ab. Aber wenn man sagt, okay, man ist mäßig fortgeschritten, also kein Anfänger und will Gains haben. Ja. Das Allerwichtigste ist, das Fundament ist, die Trainingsart zu finden, die man mit seinem Leben verbinden kann. Es wird immer das Leben, das Training beeinflussen. Das wird immer so sein. Du wirst niemals so eine harte Sau sein oder so ein Motherfucker sein, der sein Leben komplett aufgibt fürs Training. Das wird nicht passieren. Du hast einen Einfluss. Ja? Du hast einen Einfluss, egal wie dicke Eier du hast. Du musst mit Abstrichen zurechtkommen. Das kann sein, dass zum Beispiel durch Corona das Fitnessstudio geschlossen ist und du kannst deinen Trainingsplan nicht mehr weiterführen. Das heißt, es gibt auch Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Es kann sein, dass das Chicken im Supermarkt ausverkauft ist und du brauchst Adjustments. Das heißt, du musst eine Trainingsart finden, die auf der einen Seite spezifisch genug ist, wichtig, aber auf der anderen Seite die du einfach unglaublich gerne und regelmäßig durchführen kannst. Diese Compliance ist die Grundlage. Auf das sollte man achten. Solange ich mich in Richtung Ziel bewege, ist alles gut. Das Problem ist, viele bewegen sich nicht einmal in Richtung Ziel. Und der zweite Punkt bewegen sich gar nicht. Ja, und der zweite und der dritte Punkt ist natürlich die Spezifität. Und Spezifität ist das Wichtigste, die Frequenz oder die Regelmäßigkeit und die Trainingshärte. Das sind die wichtigsten Punkte. Ja, das stimmt. Da braucht man auch keine irgendwelche spezifischen Methoden anwenden. Wenn diese drei Sachen gar nicht passen, dann kann man sich den Rest eigentlich auch sparen. Ja, auf der anderen Seite bin ich schon ein großer Fan davon, alles zu wissen. Nicht als Trainierender unbedingt, aber als Trainer musst du alles wissen. Du musst auf Fragen deine Antworten haben, weil sonst bist du erstens mal nicht glücklich. Es ist zu viel Zufall dabei. Auch wenn der Zufall funktioniert, ja, es ist Zufall und Zufall macht nicht happy. Auf der anderen Seite, wenn du Antworten auf deine Fragen hast, dann macht doch alles viel mehr Spaß im Training. Das heißt, auch das erhöht die Compliance. Das heißt, auch diese Kleinigkeiten summieren sich. Es ist wie in einer Beziehung. Diese ganzen Kleinigkeiten haben doch eine gewisse Wichtigkeit. Sei es Übungsausführung, Übungsauswahl,
Es macht dadurch einfach mehr Spaß. Aber du darfst kein Theoretiker werden. Es ist ein schmaler Grat zwischen alles analysieren, alles reflektieren oder sich auszukennen und einfach zu machen und darauf zu vertrauen, dass ich mich auskenne. Ja, klar. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Also entweder oder. Vieles, ich denke mal, auch in der Social-Media-Welt ist es genau andersrum. Da sind viele Theoretiker, haben noch nie was gemacht, empfehlen etwas, was sie selbst noch nie probiert haben. Dann ist es eigentlich Try and Error. Oder? Also bei irgendjemandem funktioniert das, aber am Ende macht es wenig Sinn. Ja. Wie ist es denn bei euch? Also ich habe ja permanent neue Geräte. Also eigentlich habt ihr jetzt irgendwie Westside Barbell irgendwie die neuesten 3, 4 Geräte euch geholt. Fünf. Irgendwann ist doch der ganze Platz aufgebraucht. Oder nicht? Und wenn noch was fehlt, was fehlt euch noch? Korrekt. Der Platz ist voll. Deswegen müssen immer alte Geräte weichen. Solange wir nicht den Platz vergrößern können, da gibt es eventuell in Zukunft Möglichkeiten. Aber was uns fehlt, ist mittlerweile sind wenige Geräte. Ich würde das kann man auf einer Hand runterzählen. Es fehlt noch irgendein Hi-Ro, es fehlt noch eine Incline Bench Press, eine bessere. Viel mehr fehlt eigentlich nicht. Was ich noch erhöhen würde, ist einfach die Quantität von der Qualität. Das bedeutet mehr Power Racks, mehr Langhanteln, mehr Scheiben, mehr Kurzhanteln, mehr Bänke, die Basics qualitativ erhöhen, wäre das Ziel. Ah, okay. Du musst halt, das ist eine der geilsten Sachen überhaupt. Du musst auf das Risiko vertrauen. Du musst darauf vertrauen, dass du Dinge implementierst, die noch keine Nachfrage haben, aber die auf positive Resonanz treffen. Ein Beispiel dafür ist, wir haben uns Gedanken gemacht, es gibt keine einzige Nachfrage von Paralympics Bankdrücken. Das heißt, Bankdrücker, die ist ja olympische Sportart, Bankdrücken für Paralympics. Es gibt keine Nachfrage, aber das Angebot bestimmt die Nachfrage und ich glaube, hätten wir eine Paralympic-Bank im Gym, dann würde sich dieser Bereich durchsetzen und Leute anziehen, die noch gar nicht wussten, dass es diese Sportart gibt. Das heißt, man muss schon als Visionär das Vertrauen haben, dass man sich in die und die Richtung fühlt und etwas macht, obwohl es noch keine Nachfrage gibt, damit erst diese Nachfrage entsteht. Und das hat sich auch in der Vergangenheit immer ausgezahlt. Und da ist es halt wichtig, dass man sich wirklich mit dem Bereich auskennt. Was waren bei euch jetzt schon davor, bevor der Gedanke kam mit der Paralympic, zum Beispiel Bank oder irgendwie sowas, dass ihr schon was implementiert, visionärer wart in dieser Hinsicht, das habt ihr euch schon reingebaut und gehabt, wenn wir das haben, werden dann die Leute schon alleine deswegen kommen. Was war das für ein Equipment oder irgendwas, was ihr gemacht habt und deswegen sind die Leute gekommen? Effizientes Training. Effizientes Training und das baut eben auf die vielen Jahre, die wir selber trainiert haben, wo wir selber Wettkämpfe bestritten haben, in unterschiedlichsten Gyms. Ich traue mir zu sagen, ich bin in vielen Bereichen zwar Anfänger, aber für Training haben wir das gewisse Gespür und wir wissen, was für optimales Training, wirklich für optimales, gnadenloses Training wichtig ist, das wissen wir. Und dann musst du darauf vertrauen, dass sich das Effizienteste, das Beste, mit einem anderen Wort, über das nicht so Gute durchsetzen wird. Und so ist es auch. So wird es auch immer sein. Das Produkt, das den meisten Mehrwert liefert, es ist so einfach und trotzdem so schwierig. Das Produkt, das den meisten oder die Dienstleistung, die den meisten Mehrwert liefert, wird sich im Endeffekt durchsetzen. Es muss so sein. Es muss so sein, dass das, was am meisten hilft, sich am meisten durchsetzt. Das heißt nicht, dass andere Bereiche nicht funktionieren. Das heißt auch nicht, dass ich absichtlich von diesem effizientesten Training Abstriche mache, damit vielleicht Leute, weil Menschen werden nicht trainieren, wenn es zwar das effizienteste Training ist, aber sie machen dieses effizienteste Training einfach nicht gerne. Das heißt, man muss auch Optionen anbieten, dass sie weniger effizient trainieren, damit sie überhaupt trainieren. Aber das Gute ist, das macht eh jeder andere. Jeder andere konzentriert sich darauf, dass es den Menschen recht macht. Und dass er Wellness und Abstriche implementiert, damit jeder sich irgendwo findet. Und deswegen haben wir diese Nische
für die Personengruppen, die das wirklich brauchen. Deswegen ist es so erfolgreich, weil es eh von der Alternative so viel gibt. Aber das ist ja keine Nische mehr. Also ich meine, bei 1.200 Mitgliedern, die Einzugsgebiet ist wahrscheinlich nicht nur Wien, sondern da kommen die Leute schon von ein bisschen weiter her, die extra zu euch kommen. Habt ihr da mal geguckt, was der weiteste ist oder was ist denn das Gebiet, die Leute zu euch kommen? Ja, ich weiß, die ganzen Statistiken habe ich im Kopf, sage ich da gleich. Leider ist es noch eine Nische, weil wenn man sich anschaut, wie viele Leute generell trainieren, ist das in 0, irgendwas Prozent Bereich. Allerdings geht es nach oben, das ist entscheidend. Ich habe immer gefragt, warum nicht jemand auf die Idee kommt, also auf die Idee, es ist nicht mal eine Idee, aber warum nicht jemand ein zweites Gym irgendwo anders aufmacht, mit der Gnadenlosigkeit, weil es würde sich rentieren. Anscheinend gibt es wirklich so wenige Unternehmer, die das sportliche Wissen, Fachwissen haben und gleichzeitig auch die finanziellen Mittel haben, weil die Kombination ist wichtig. Und auch die Nachfrage oder das Klischee, die Nachfrage ist zu gering oder das Klischee ist zu groß, dass man es riskiert, dass man es mit der Zeit ausarbeitet. Aber zu deiner Frage, wir haben jetzt mittlerweile im Monat 1.000 Tageskarten, um dir ein Beispiel zu geben, und ungefähr 25% von diesen 1.000 Tageskarten sind, oder 30% sind nicht aus Wien. Das bedeutet, ungefähr 300 Leute im Monat kommen von anderen Ländern oder anderen Städten. Sehr viele Deutsche kommen zu uns. Wir haben sicherlich 150 bis 200 Deutsche im Monat bei uns, die extra wegen dem Gym nach Wien fliegen, also wirklich wegen dem Gym herfliegen. Wir haben Mitglieder, die aus Linz kommen, aus Graz kommen, also wir haben wirklich Mitgliedschaften von Städten, die 200, 300 Kilometer weg sind. Wow. Ja. Ich glaube, da können nicht viele davon eigentlich darüber erzählen. Also man sagt ja eigentlich immer so im normalen Fitnessbereich, die Leute fahren nicht weiter als ungefähr so 15 Minuten. Bei euch ist es auf jeden Fall eine Ausnahme, aber das ist, glaube ich, auch das Gefühl, was man da bekommt, ist ja ganz, ganz anderes im Vergleich zum normalen Gym. Also insofern, da ist ja schon alleine, da ist man unter Gleichgesinnten, wahrscheinlich eine Ausnahme im normalen Gym. Es ist ein Urlaub, es ist ein inspirierender Urlaub. So war es auch immer gedacht. Training steht im Mittelpunkt. Aber du kommst auf neue Ideen, du wirst gefordert, du bekommst neue Eindrücke. Und das spüren Leute auch instinktiv, auch im Unterbewusstsein. Die merken auf einmal, sie kommen dorthin, leben so ihr alltägliches Leben und auf einmal denken sie, okay, der inspiriert mich, so könnte es sein, so möchte ich auch sein, ich gehe einen Schritt in die Richtung. Das hat gar nicht so viel mit Training zu tun, das hat einfach zu tun mit geilen Charakteren. Die mich, und das ist mein großes Privileg, die auch mich jeden Tag inspirieren. Auch das habe ich müssen erst lernen, weil ich habe jahrelang Scheuklappen aufgehabt und habe das nicht zugelassen. Und das ist auch jetzt ein persönliches Ziel, mich auf das einzulassen. Bei dir hat sich offenbar viel, viel geändert, also viel, viel getan. Also so wie du redest, ist es jetzt nicht mehr so. Es geht nicht nur ums Training, es ist viel Mindset, es ist viel Einstellung, es ist viel, das persönliche Glück zu finden, was natürlich, ich denke mal, mit Erfahrung, mit dem Alter kommt das. Also wenn du Anfang 20er damit ankommst, die werden dich angucken, ja, Opa, sei mal ruhig da hinten. Ja, also das ist eine ganz, ganz andere Sache. Wann hat es bei dir sozusagen, wurde der Schalter so umgeworfen, dass du gesagt hast, es gibt mehr als das Training, es gibt mehr als das Gym, es geht ja auch wenn ich das Gym und darunter bin, dass du jetzt sagst so, oh, Glück, wie sieht mein Glück aus, dass man sich darüber Gedanken macht überhaupt? Vor ungefähr 3 Jahren habe ich begonnen, mir Gedanken darüber zu machen. Allerdings waren diese Gedanken nicht wirklich greifbar und haltbar. Und seit wenigen Monaten weiß ich, wenn ich nicht hart daran arbeite, dass nicht nur das Gym im Mittelpunkt steht und nicht nur Training im Mittelpunkt steht, dann werde ich nicht so glücklich sein oder werden, wie ich es sein könnte. Und du hast recht, es ist auch völlig in Ordnung, dass ein 20-Jähriger sich zu 1000% ins Training reinsteigert und mit Training sehr viel zu kompensieren versucht. Je mehr Minderwertigkeitskomplexe man hat, und ich spreche aus eigener Erfahrung, desto extremer wird man in einem Bereich meistens. Hoffentlich nicht im Saufen, sondern eher im Training. Das ist wenigstens eine gesündere Kompensation.
Hoffentlich nicht mit Steroiden, weil je länger ihr darüber nachdenkt, umso weniger kann ich das irgendwie verstehen. Das macht null Sinn an alle, die zuhören. Es macht keinen Sinn, das zu machen. Du bist in einer Spirale drinnen, die nur nach unten zieht. Nur. Aber es muss sich ändern. Das ist einfach ja. Lebensweisheit und Reife. Und ja, an dem es ist wert, daran zu arbeiten. Man sollte sich auf der einen Seite akzeptieren, wie man ist. Man sollte wissen, dass man eine gute Person ist, auch wenn man schlechte Sachen macht, auch wenn man im Nachhinein, jeder stellt sich oft die Frage, das hätte ich können besser machen. Ja, das ist eh logisch, ich hätte es können besser machen aus jetziger Sicht, aber nicht in der Situation, wo ich damals war. Damals war ich nicht in der Lage, das besser machen zu können und ich rede aus Erfahrung. Aber man muss sich selber vergeben, viele Sachen, und auch das muss man lernen. Und man muss darauf vertrauen, dass, ja, dass man eigentlich ein guter Mensch ist. Ja. Da bin ich gerade mittendrin. Ja, ich glaube auch, dass die Absichten sind ja bei den meisten Menschen ja gut. Ja. Ja, also bei den meisten. Und dann nur, wenn man, wie du gesagt hast, man wusste es halt zu dem Zeitpunkt nicht besser. Es muss erstmal Zeit vergehen, du musst es rekapitulieren, erst dann kannst du es ja über, du musst den Fehler erstmal machen, um zu sehen, ob der richtige war oder der falsche. Also insofern, und das ist, glaube ich, Fehler zu machen, wird viel zu selten gefördert. Ja, also richtig. Das ist es. Zwei Sachen. Davon auszugehen, dass Leute, dass Menschen gut sind. Und nicht und mit 100% Vertrauen sich mit Leuten zu treffen und nicht mit der Einstellung, es muss sich erst mein Gegenüber beweisen. Das ist scheiße. Ja. Ich vertraue dir zu 100%, fertig. Okay? Du musst es mir nicht erst beweisen, ich habe diese Einstellung. Ist entscheidend. Und verzeihen zu können, ist... glaube ein Ding von Reife. Weißt du, ich glaube nicht, dass viele Menschen etwas böse meinen, auch wenn sie es natürlich zu dem Moment spüren, wenn sie irgendeinen Scheiß bauen, aber ja, es ist einfach dann was auch immer, ja, der Wunsch, der Trieb oder was auch immer größer als die Möglichkeiten, die man zu der Zeit hat. Und das ja. ist menschlich. Ja, definitiv. Ja, aber das ist, glaube ich, auch ein gutes Schlusswort, weil mit diesem Thema befassen sich hundertprozentig die Leute viel zu wenig. Da sollten sie mehr machen. Training ist natürlich auch, deswegen finde ich das eine super Sache, dass du ein Buch dazu schreibst. Also, weil das fehlt ja in eurer Bibliothek. Also, ich habe gestern mir übrigens Neues bestellt bei euch. Die dritte Auflage vom Trainingsplanung, endlich. Die wird dir gefallen. Genau, deswegen hat ein Trainer von mir sich geholt, der meinte, das ist eigentlich viel besser als die alte. Ja. Und er hat es gesagt und ich meinte, okay, alles klar, das hat mich überzeugt. Deswegen muss ich mir das unbedingt mal holen. Also da schaue ich auf jeden Fall mal rein. Und das in der Bibliothek bei euch oder im Shop, da warte ich auf jeden Fall sehnsüchtig, dann, wenn du das Buch mal geschrieben hast. Ja. Sag mal, wo können dich Leute erreichen, wenn sie mit dir in Kontakt treten wollen? Wir haben uns vorgenommen, und das setzen wir auch um, weil ich habe jetzt vor einer Woche einen neuen Mitarbeiter eingestellt, einen Videografen, der sehr viel Content, sehr viel hochwertigen Content, das ist eine absolute Koryphäe im Filmproduktionsbusiness, der viel auf YouTube bringen wird. Das heißt, in Zukunft werden wir viel mehr Dokumentationen und hochwertigen Content über auch fachliche Bereiche, vor allem fachliche Bereiche, auf YouTube bringen unter Intelligence Strengths. Das Gleiche auf Instagram. Auf Instagram wird sehr stark dieses ganze Daily Business noch immer hergezeigt, weil es einfach ist und sich anbietet. Auf Instagram kann man auch sehr viele Fragen stellen. Die werden alle von uns beantwortet. Facebook, das Gleiche natürlich. Und ansonsten die beste Möglichkeit ist, direkt bei uns im Gym vorbeizuschauen. Ich bin fast jeden Tag da. Ich wohne direkt neben dem Gym mit direktem Sichtkontakt in die Männergarderobe rein. Ladies, keine Sorge, ihr habt's Milchglas. Und ich bin sehr dankbar und auch offen dafür, wenn sie jemand mit einem Kaffee mit mir treffen möchte und mit mir plaudern möchte, weil ich lerne bei den Gesprächen mindestens genauso viel wie hoffentlich das Gegenüber. Das heißt, wir sind einfach sehr offen und versuchen im Gym präsent zu sein und hier den persönlichen Kontakt an erster Stelle zu stehen.
Also das kann ich unbedingt nur bestätigen. Also als ihr bei uns wart, man konnte alles fragen. Ihr habt zu allen Themen was geantwortet, egal wie privat, egal ob es um Business ging. Ihr habt alles einfach, ihr wart offene Bücher, was eigentlich in den meisten Fällen immer eigentlich so ist. Ich behalte alles für mich, ich erzähle niemandem etwas, was eine, glaube ich, eine komplette Ausnahme ist. Also ich habe sonst mit niemandem unterhalten, da musste man jedes Wort aus der Nase ziehen, jede Information. Und ihr habt einfach geplaudert, so wie es ist. War super. Also deswegen macht es, schreibt ruhig an, bleibt da, wenn ihr hinterher seid. Das Gym ist nur zu empfehlen. Also in dem Sinne, Andi, ich danke dir für deine Zeit und wir bleiben ja in Kontakt. Danke. So.